Guten Morgen. Heute möchte ich mit euch über die Farben von Obst und Gemüse reden und wie ihr ganz einfach im Supermarkt das gesündeste Gemüse und das gesündeste Obst erkennen könnt. Bei grünem Gemüse oder bei grünem Blattgemüse, also auch bei Salaten, ist es ja so, dass wir schon wissen, dass wenn es einen hohen Anteil an Chlorophyll hat, wenn das sozusagen sehr, sehr grün, wenn das tiefgrün ist, dass das sehr gesund ist. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch oben in den Infokarten, wo es auch um Gras ging. Gras ist sehr tiefgrün und Süßgräser könnt ihr bedenkenlos essen, aber wirklich nur Süßgräser, woran man die erkennt. Alles das habe ich in meinem Video zu Gras gemacht. Übrigens auch eine sehr kostengünstige Alternative. Bei Beeren, um die es heute gehen soll, und auch im weitesten Sinne Obst, ist es so, dass es auch tatsächlich so ist, dass man herausgefunden hat, dass umso intensiver die Farbe, umso höher sind die antioxidativen Eigenschaften. Alles was ich euch heute erzähle, ist auch belegt, wissenschaftlich belegt, und habe ich alles aus einem Buch, was ich euch unten verlinkt habe, damit ihr das dann sozusagen, wenn ihr das wollt, nachlesen könnt. Früher habe ich immer die einzelnen Studien auch nochmal rausgesucht aus dem Buch, aber da nur ungefähr 2 bis 5 Leute teilweise draufgeklickt haben, ist mir einfach zu viel Arbeit, und von daher verlinke ich euch das Buch, darin sind die Quellen dann auch enthalten. Das sind alles wissenschaftliche Studien, also ja, keine so privat durchgeführten Sachen oder sowas von Unternehmen, sondern wirklich wissenschaftliche Studien, die auch im offiziellen Studienverzeichnis zu finden sind. PubMed namentlich. Genau, und da gibt es halt verschiedene Stoffe, die halt für die Farbgebung entscheidend sind. Das ist zum Beispiel das Beta-Carotin bei Möhren, da ist das Lycopin bei Tomaten und das Anthocyanin bei Heidelbeeren. Und diese Stoffe sind direkt dafür verantwortlich, dass es eben das Obst oder die Beeren so hohe antioxidative Eigenschaften haben. Was Oxidation ist, was freie Radikale sind, das setzt sich einfach voraus. Wer das nicht weiß, ihr wisst Bescheid, gibt es natürlich auch oben ein Video dazu. Kann ich euch sehr ans Herz legen, weil man hört das immer so, ja, viele Antioxidantien, man weiß, okay, es ist gegen Krebs und es ist auch um den Altersprozess zu entschleunigen, sage ich mal. Aber so richtig weiß man eigentlich gar nicht, was das ist, Oxidation. Und wie das genau funktioniert, wie gesagt, oben in den Infokarten. Und man hat also herausgefunden, umso farbintensiver diese Früchte sind, umso höher ihre antioxidativen Eigenschaften. Und entsprechend ist es für jedermann, der nicht farbenblind ist, ganz einfach im Supermarkt das gesündeste Obst zu kaufen. Das gesündeste Gemüse. Das was die kräftigsten Farben hat, das ist gesünder. Beispiel: Ihr habt die Möglichkeit rote Zwiebeln zu kaufen und weiße Zwiebeln zu kaufen. Oder gelbe Zwiebeln gibt es ja auch. So. Und nun fragt ihr euch, okay, welche Zwiebeln sind denn eigentlich gesünder? Und dann müsst ihr keine Biochemie studiert haben oder müsst keine Ernährungswissenschaft belegt haben, sondern ihr könnt einfach schauen, was hat die intensivste Farbe. Man hat herausgefunden, bei roten Zwiebeln 76% höhere antioxidative Wirkung als bei weißen Zwiebeln. So, da wisst ihr also, bei roten Zwiebeln wunderbar. Ich nehme jetzt immer nur noch rote Zwiebeln. Und das könnt ihr für die Fragestellung auch, was kann so daran die freien Radikale, die unseren Körper dann zerstören und den Altersprozess beschleunigen. Wenn ihr da immer die Wahl habt zwischen 2 verschiedenen Sachen, dann könnt ihr immer wieder einfach auf die Farbe schauen. Wenn ihr schaut, okay, nehme ich jetzt eher so die pinke Grapefruit oder nehme ich die normale Grapefruit oder nehme ich den Granny Smith oder nehme ich den Bosskopf, also bei dem Apfel, also entweder so einen gelblich-grünen oder so einen tiefroten, oder nehme ich den Eisbergsalat oder den Romana-Salat. Immer wenn ihr diese Fragestellungen in eurem Kopf habt, dann schaut an, wo ist die Farbe am intensivsten. Und das ist das gesündere Obst oder das gesündere Gemüse. Pigmente, also diese Farbpigmente, sind quasi die Antioxidantien. Wie gesagt, diese Pauschalisierung oder diese Generalisierung, Verallgemeinerung, das ist vollkommen ausreichend für das was ihr im Leben braucht. Man muss nicht immer alles genau
bis runter in die Biochemie wissen. Man muss wirklich nur die Quintessenz sozusagen in sich tragen und daran denken, wenn man einkauft, okay, das ist eine intensive Farbe und das ist gut. Ja? Das nur mal so als Information. Genau. Dann ist es auch so, dass ihr beachten müsst, wenn ihr jetzt intensive Farben kauft, wie zum Beispiel jetzt ihr kauft einen Apfel, einen Boskop, das schön rot zum Beispiel. So. Und dann schneidet ihr die Schale weg und esst den. Ja, ihr kauft ja den Boskop, der ist gesünder. Nein. Die Farbpigmente, ich wiederhole mich nochmal, damit das wirklich verinnerlicht wird, die Farbpigmente sind die Antioxidantien. Das heißt, wenn ihr die Schale wegschneidet, wo die Farbpigmente ja sichtbar sind, dann schneidet ihr das Gesunde weg. Ein Apfel sowieso nie scheren. Über einen Apfel habe ich, wie soll das auch sein, auch schon ein Video gemacht. Findet ihr oben in den Infokarten. Also, ganz wichtig, also wenn ihr wirklich darauf schaut, farbenfrohes Obst zu kaufen, Gemüse, dann sollte die Farbe auch erhalten bleiben. Na? Und nicht wegschneiden. Gut, ja, also bleibt mir wirklich nur sagen, kauft wirklich die rötesten Tomaten, die schwärzesten Himbeeren und die schwärzesten Brombeeren, die ihr finden könnt, die rötesten Himbeeren natürlich, die rötesten Tomaten, den dunkelsten Brokkoli, also der richtig tiefgrün ist. Und das ist so mein Appell an euch und ja auch einfach die Information, dass diese Farbe wirklich direkten Zusammenhang hat mit den Antioxidantien. Und wie gesagt, krebsverringernd. Ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist das so das mit eines der wichtigsten Sachen, die wir da, auf die wir achten sollten, dass wir den Krebszellen, die wir alle in uns tragen, dass wir die möglichst nicht sich vermehren lassen und eben den Altersprozess entschleunigen. Warum wir altern, ich habe da auch schon ein Video gemacht, das liegt an den Telomeren und Telomerasen und da habe ich auch oben ein Video gemacht. Das ist allerdings ein bisschen kompliziert. Das sage ich gleich für diejenigen, weil das Video ist jetzt recht einfach gehalten und auch bewusst einfach gehalten, um einfach zu merken, okay, wir gehen in den Supermarkt und wir kaufen farbintensives Obst und farbintensives Gemüse. Das ist gesund, das hat der Christian gesagt. Das kann ich mir merken. Und ja, das, wenn ihr wirklich tief gehen wollt, dann schreibt mir immer einen Kommentar, egal in meinen Videos. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt die in die Kommentare und je nachdem wie viel Daumen das dann nach oben hat, fließt das dann auch in die Folgevideos mit ein. Weil die Videos mache ich auch für euch und ich habe mir die Information angelesen, ich habe die Information natürlich auch ein bisschen tiefer angelesen, wie das zusammenhängt, weil es mich das auch ein bisschen interessiert. Aber für uns alle ist wichtig, wenn wir in den Supermarkt gehen, farbenfrohes Obst kaufen und farbenfrohes Gemüse und ja, und dann ist alles gut, dann haben wir die meisten Antioxidantien. Und ja, dann wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüssi.